die verheerenden Folgen des natürlich menschgemachten Klimawandels, die treffen unsere österreichischen Nachbarn mit erschreckender Härte. Ja, im Land von Mozartkugel und Sachertorte, da versucht man verzweifelt ein riesiges Sommerloch zu stopfen, gegen welches das in totale mediale Vergessenheit geratene Ozonloch wirkt wie ein Fliegenschiss. Genau. Obwohl vom andauernden blau-gelben Gehirnwäschekampf gegen das eigene Volk geschwächt, gelingt systemtreuen Austria-Prästituierten die außergewöhnliche Kreativleistung, einen selbst zum Lynchmord umzuschreiben. Mhm. Titel: Impfgegner hetzten Ärztin in den Tod. Eine Schlagzeile, die sich in puncto wahrheitsministerielle Alternativrealität keineswegs vorm stürmerischen Kommunisten steckten Reichstag in Brand verstecken muss. Zweifellos, es ist tragisch, wenn tiefe Verzweiflung einen Menschen keinen anderen Ausweg mehr sehen lässt, als sein Leben vorzeitig und selbst zu beenden. Aber wer sich freiwillig und ohne Not an die vorderste Front der medialen Schlumpfkampagne drängt und sich damit für die History-Doku Biontechs Helfer qualifiziert, wer gleichzeitig seinen Mitmenschen einen experimentellen Chemie-Cocktail injiziert und damit hunderttausende Euro Honorar kassiert, der darf sich doch nicht wundern, wenn ihm dafür ein harscher Gegenwind ins Gesicht bläst. Oder mal anders ausgedrückt, wenn du die Hitze nicht verträgst, geh nicht in die Küche, ganz einfach. Oder glaubt jemand ernsthaft, vor 80 Jahren wären ausnahmslos alle Deutschen in begeisterte Beifallsstürme ausgebrochen, wenn sie von Dr. Mengeles Versuchen erfahren hätten? Naja gut, zugegeben, dieser Vergleich, der hinkt natürlich gewaltig. Ja? Denn während dem grausamen KZ-Arzt mehrere tausend Unschuldige zum Opfer fielen, zwingt man heute zig Millionen Menschen auf aller Welt zur Teilnahme am Pharma-Experiment. Und auch wer von unersättlicher Profitgier getrieben eine Neubürgerunterkunft betreibt, die von unseren hart erarbeiteten Steuergeldern auch Mördern, Notzuchtlern und Messerartisten einen All-Inclusive-Urlaub bietet, der sollte als Migrationsgewinnler zumindest das Risiko des Volkszorns einkalkulieren. Ja, und die Tatsache, dass der Freitod von Lisa Marie Kellermeier, Österreichs bekanntester Schlumpfärztin, nun plötzlich doch eine Obduktion nach sich zieht, obwohl Ermittlungsbehörden diese zunächst für völlig unnötig erachteten, das wirft für mich folgende Fragen auf. Erstens, war es denn wirklich Suizid oder gehört der Todesfall in die neue Kategorie plötzlich und unerwartet? Zweitens, bekam Frau Dr. Kellermeier angesichts der stetig wachsenden Komplikationsfallzahlen, welche zwischenzeitlich ja sogar durch die Qualitätsmedien nicht mehr totgeschwiegen werden, vielleicht doch Gewissensbisse? Mal angenommen, die prominenteste Galionsfigur der nationalen Schlumpfkampagne wird aufgrund ihrer aus erster Patientenhand erlebten Risiken und Nebenwirkungen vom Saulus zum Paulus und verweigert daraufhin nicht nur, sich weiterhin vor den Spritzenkarren spannen zu lassen, sondern droht auch damit, öffentlich die Seiten zu wechseln? Wären dann nicht gewisse Kreise sehr daran interessiert, ein pharmakonzernverträgliches Frühableben aktiv zu fördern? Es gab ja schon früher sehr populäre Volkspolitiker, die aus der "Wir steigen für ein Ministeramt mit jedem ins Bett" FDP herausgedrängt, kurz vor der Gründung einer neuen Partei standen, der man bis zu 15% Wählerstimmen prognostizierte. Und ausgerechnet dann versagte der automatische Reservefallschirm.
Wer trauert denn hier eigentlich um die unzähligen Menschen, die in den Freitod getrieben wurden, weil sie infolge des mittelstandsvernichteten Lockdowns vor den Trümmern ihrer Existenz standen und die Suizid begangen haben, weil sie als ungeschlumpfte, wie krankheitsverbreitendes Ungeziefer sozial geächtet, aus der Gesellschaft ausgegrenzt und von ihren Mitgutmenschen diffamiert wurden? Wer fragt nach denen? Brandmarkte man während der barbarischen Nazi-Schreckenshaft eigentlich Menschen, die sich nicht am Holocaust beteiligen wollten, als Massenmordverweigerer? Bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.